Moin, da ist hey wieder der Mann mit der grauen orange Hände, der euch allmöglichen Tüdelkram erzählt und heute Nancy's Apfel-Challenge mitmacht. Normalerweise verweigere ich die Teilnahme an irgendwelchen Challenges, weil ich mir sage, mein Gott, die Evolution hat 1 Million Jahre gebraucht, um ein Wesen hervorzubringen, das so schlau ist, sich keinen Eimer Eiswasser über den Kopf zu schütten, nur weil irgendjemand sagt, ich soll es tun. Ja, also von mir nix, auch keine Lava und kein Was-Was-Ich-Challenge und dies Schwachsinn. Ich sag mal, wer sowas mitmacht, ja Gott, würde ich sagen, ist leicht beeinflussbar. Ja, aber hier muss ich aber, weil es ist für einen guten Zweck. Jawohl. Als erstes habe ich mich mal umgeguckt, wie sieht das eigentlich aus mit Klingen unter 6 cm? Ja, also in meinem Hause. Also dieses Ding ist schon schwer zu führen, ne, um damit einen großen Apfel zu zerlegen. Und wir haben hier na, 6, fast 7 cm. Vergesst nicht, gemessen wird der Teil der Klinge, der aus dem Griff herausragt. Nicht etwa nur den Teil, der geschliffen ist. Haha, selbst geschliffen, wenn ich Schneide nur messen würde, wären wir bei 6,1 ungefähr. Also, zu lang. Das ist kein Taschenmesser. Das ist kein normales Taschenmesser nach Nancy Faeser. So, was haben wir hier? Das gute alte Bundesmeer-Taschenmesser. Der scheidet völlig aus. Das ist viel zu lang. Dann hätten wir hier, ich weiß nicht, irgend so ein Geschenkartikel. Ne? Da ist einmal ein Messer und einmal ist da irgendwie, wenn man die Gabel ausklappt, kann man die beiden Hälften auch noch auseinandernehmen, wenn man nicht mit dicken Händen hier irgendwie bei muss. Also hier brauchen wir, glaube ich, über, naja, fast 7 cm, also auch das wäre verboten. Dann haben wir hier wirklich ein Schweizer Taschenmesser, auch wenn es schwarz ist und nicht rot. Was haben wir hier? Hier haben wir, oh Gott, 7 cm! Heiliger Himmel, Mord und Totschlag! Dann haben wir hier noch so ein Ding. Hier steht gar nichts drauf mit dem Korkenzieher. Das ist auch irgend so ein. Das ist ein normales Taschenmesser. Also nicht das, was Frau Faeser unter einem normalen Taschenmesser versteht. Das hier ist lang 6,6 cm. Auch das hier ist alles illegal. Das wird alles illegal werden. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, das Ding ist zwar immer noch zu lang, aber selbst mit diesem Griff, ich möchte wirklich keinen. Da passen 2,5 Finger passen da irgendwie rum. Ne? Und damit soll ich dann Apfel aufschneiden, so direkt mit der Spitze in der Nähe meiner Flossen. Und was machen wir nun? Ist die Thematik derer, die sich rasieren, eigentlich überhaupt schon abgedeckt worden? Ne? Darf man sein Rasiermesser eigentlich auch nicht mehr dabei haben, obwohl es nicht mal eine Spitze hat? Oder misst man nur die Länge? Ja. Der aus der Klinge, aus dem Griff herausragenden Teil der Klinge. Ja. Was haben wir denn hier? Aus dem Griffbereich ragen heraus. Ja, 10,6 ungefähr. Also höchst gefährlich sowas. Ja. Wird von den meisten Waffengesetzen dieser Welt überhaupt nicht erfasst. Weswegen auch viele Street Gangs sowas ja gerne mit sich spazieren tragen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Apfel nicht damit jetzt schneide oder so. Aber das ist mir zu scharfkantig. Ja, was machen wir nun? Mit all denen möchte ich eigentlich nicht schneiden. Also egal. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Es ist Wochenende. Ich habe jetzt leider keinen Apfel im Haus. Ich habe aber eine Zwiebel. Das war auch was. Na, muss man auch schneiden können. Also statt dem Apfel wird jetzt eine Zwiebel-Challenge da draus. Hier bröselt auch schon die Schale, als wenn es ein Apfel wäre. Ja. Ist aber mindestens genauso groß wie ein Apfel, ne? Der Kavenzmann. Was fällt uns auf, dass das lustig werden könnte? So, jetzt will ich aber meine schönen orangen Hände hier nicht besudeln mit irgendwelchen dubiosen Substanzen. Deswegen ziehe ich meine Handschuhe aus. Bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet in jeder Beziehung. Über das Zwiebelschneiden hört man ja so Dinge. Ja. Der Duft nach Moder, nach Lagerung.
So, wo mache ich jetzt mein Mikrofon fest? Das wird noch interessant, weil mein Intelligenzverstärker, den muss ich jetzt mal eben ablegen. Ach, richtig. Wir Bartträger haben ja so unsere Probleme mit ABC-Schutzmasken. Auch wenn das hier eigentlich keine ist, das ist zwar eine Schutzmaske, aber da ist kein ABC mit im Spiel. So, ihr seht, ich bin vorbereitet. Ja, also bei der Bundeswehr gibt es hier vorne einen extra Kunststoffeinsatz, wo man dann ein Funkgerätemikrofon drauf macht. Ich fürchte, dass wir diesen Einsatz hier nicht haben. Ich klipse das jetzt einfach mal hier seitlich irgendwo rein, in der Hoffnung, dass ich da irgendwas treffe, woran ich es klipsen kann. Das sind wieder so diese Problemchen, mit denen vorher keiner gerechnet hat, am wenigsten ich. Luke, ich bin dein Vater. Ja, was machen wir jetzt? Ist denn die Zwiebel überhaupt zugelassen? Nee, die ist zu lang. Eine 8 cm Zwiebel darf man nicht führen. Wie schneidet man übrigens eine 8 cm Zwiebel mit einer 6 cm Klinge? Ja Gott, ich glaube, mit allen werde ich meine Finger wahrscheinlich hochgradig riskieren. Sind alle illegal. Ich glaube, der hier geht noch am ehesten. Der liegt eigentlich immer am 3D-Drucker als Werkzeug. Ne? Wenn wieder mal der ausgespuckte Faden nicht ganz so drauf liegt, dann kann man ihn damit mal eben schnell ein bisschen platt drücken. Das geht total auf die Kiefermuskulatur hier. Ich habe so ein Ding irgendwie 40 Jahre nicht mehr getragen. Über 40 Jahre. So, und die soll ich jetzt klein schneiden. Damit. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich bin kein Koch. Ich verstehe von sowas nichts. Bäh. Bäh. Das fühlt sich so fies an. Ihr seht, dass ich das jetzt auf einem Brettchen mache. Ne? Normalerweise führt man jetzt kein Brettchen mit, wenn man sich irgendwo unterwegs einen Apfel aufschneiden will. Das heißt, man müsste das Ding so in der Hand nehmen und dann hier dann rumreißen. Mit die Spitze zeigt übrigens auf meiner Handfläche. Das ist eine super Sache. Besudelt. So. Ah, ich habe das Herz verfehlt. Das ist der Beweis. Kurze Klingen können das Herz nicht treffen. Ja. Es hat schon irgendwas Unanständiges, finde ich. Was mache ich jetzt mit der Zwiebel? Ich esse keine Zwiebeln. Ja. Gut. Muss ich auch entsorgen. Habe ich vielleicht eine Plastiktüte hier, dass ich das kontaminierende Material hier irgendwie entsorgen kann? Naja. Ja, so viel zur Zwiebel-Challenge. Gott sei Dank ist das Gesetz noch nicht durch. Es bleibt uns nichts anderes, als das Schlimmste zu erwarten und das Beste zu hoffen. Ich hoffe ja sehr, dass dieser Kelch irgendwie an uns vorübergeht, auch wenn ich nicht so recht glaube. Bis jetzt eigentlich, wann immer irgendwer irgendwelchen Schwachsinn durchbringen wollte in Sachen Waffengesetz, hat das eigentlich immer irgendwie geschafft, weil das Walvieh, wenn ihr euch so umguckt, um die Menschen, die euch umgeben, dann werdet ihr feststellen, dass die meisten doof sind. Also wirklich strohdoof. Demokratie funktioniert leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht, nach dem Prinzip der Mehrheit. Die Mehrheit ist aber doof. Das erklärt vieles in der Politik, weil man muss nur die Doofen ansprechen, um eine Wahl zu gewinnen. Nicht die Schlauen. Siehe AfD. Ja, und nun, ja, entsorge ich das Zeug. Ich habe diesen komischen Challenge-Quatsch mitgemacht. Habe ein Video verbrochen. Das schicke ich auch heute Abend noch online, damit es gleich als erstes mit drauf ist. Ich weiß wohl, mir wurde schon gesagt, es gibt schon mehrere Challenge-Videos. Zwiebel-Challenge, nein, Apfel-Challenge. Ich bin ja der, wie soll ich sagen, der Nicht-Konforme, ne? Der Abweichler mit der Zwiebel-Challenge. Aber ich hatte keinen Apfel da, was soll ich machen? Ja, dann packe ich hier meine Armada an saugefährlichen, also geradezu tödlichen Werkzeugen wieder ein. Gerade wenn ich das Ding hier sehe. Ne? Wisst ihr eigentlich, dass eine scharf geschliffene Kreditkarte gefährlicher ist als das Ding hier? Tja,
Aber unsere Professorin wird schon wissen, was sie tut. Nämlich Wahlstimmen sammeln. Darum geht es ja letztlich nur. Es geht keine Politik, da geht es um Sicherheit. Es geht um Geld und es geht um Wahlen. Deswegen bezeichnen die uns ja auch als Wahlvieh. So, und ja, ich würde jetzt gern eine Wahl, also eine Wahlvorschlag abgeben. Wir haben ja demnächst wieder Wahlen in den neuen Bundesländern. Ich kann so nicht quatschen, ehrlich. Ich hoffe jetzt mal, ich halte mich mal ein bisschen von den Zwiebeln fern. Auf dass meine Zwiebel hier nicht die volle Dröhnung abkriegt. Also jetzt mal ausdünsten das Ding. Ich würde euch hier gerne eine Empfehlung abgeben. Halt, Mikrofon, da war irgendwas. Ein Mikrofon, eine Brille. So, ich würde euch gerne eine Empfehlung abgeben. Wen wählt man denn jetzt? Wenn ich diese Bagage, die sich zurzeit zur Wahl stellt, das ist ein echtes Problem. Weil ich kann mich ja nicht nur hinstellen und sagen, wähl die nicht und wähl die nicht. Sondern müsste ich ja mich hinstellen und sage, ja, dann wähl die. Ja, aber wie? Wie wähle ich den? Oder wen denn? Also, AfD, leider muss ich sagen, indiskutabel. Weil zu viel rechtes Gesocks. Ne, die mögen die einen oder anderen richtigen Ansatz haben, aber es ist halt rechtsradikales Gesocks. Sorry, man kann mit denen nicht. Sarah Wagenknecht sind dunkelrote Kommunisten. Das scheinen viele Leute nicht zu wissen. Das sind wirklich dunkelrote Kommunisten. Die Linkspartei existiert ja praktisch nicht mehr, weil die ganzen dunkelroten Kommunisten aus der Linkspartei sind jetzt bei Sarah Wagenknecht mit drin. SPD, ja, das ist diese Splitterpartei, ne, die mit der 5%-Hürde kämpfen werden. CDU ist momentan, glaube ich, noch die stärkste Partei, bis auf in, war das jetzt Thüringen oder ich krieg's immer durcheinander, in Dunkeldeutschland irgendwo. Irgendwo sind sie schon mittlerweile nur noch die zweitstärkste Partei. Und FDP ist mir zwar im Grunde sehr sympathisch, weil sie haben das bundesweite Tempolimit auf Autobahnen, was Rot-Grün einführen wollte, haben sie Gott sei Dank stur, wie sie sind, verhindert. Das werde ich ihnen nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, dass die FDP das verhindert hat. Ansonsten auch die werden wahrscheinlich in der 2%-Hürde, ja, soweit ist es noch nicht, in der 5%-Hürde scheitern. Denn ansonsten gibt es doch eigentlich niemand, der überhaupt noch im Rahmen des Wählbaren wäre. Und was ich ganz interessant fand, und zwar nach den Statistiken, ne, also dieselben Leute, die diese Statistiken, wie hoch ist der Pegel bei der nächsten Wahl, wenn morgen Wahl wäre und so weiter, da kommen also Ergebnisse dabei raus. Und dann haben sie noch eine andere Frage gestellt, wer wäre Ihnen denn als Leitender des Bundeslandes am liebsten? Und da haben irgendwie, ich glaube, an die 60% gesagt, ja, den CDU-Fuzzi. Dann verrate ich euch mal einen geheimen Tipp. Wenn ihr wollt, dass der den Laden schmeißt, müsst ihr ihn auch wählen. Es macht keinen Sinn, irgendwie dunkelrot kommunistisch zu wählen und dann hoffen, dass die CDU es rausreißt. Das funktioniert nicht. Dasselbe gilt übrigens auch für die AfD. Ne? Wenn du die wählst, dann kriegst du AfD. Und wenn du willst, dass die CDU da irgendwas macht, dann musst du halt CDU wählen. Oder wie es so schön mal früher mit einem Aufkleber hieß, nur Schafe wählen ihre Schlechter selber. Ja, so ist es ja. So, das war der politische Einschlag jetzt. Ne? Ich rieche die Zwiebel, aber noch beißt es nicht in den Klüsen. Hatte ich noch irgendwas auf dem Zettel, was ich noch unbedingt absondern wollte? Ja, fällt mir jetzt gerade wohl nicht mehr ein. War bestimmt wichtig. Egal, ich habe die Zwiebel-Challenge abgerissen und ja, nach mir die Sintflut. Vielen Dank fürs Reingucken. Sicht mal, wenn ihr die käme, die grude orange Handy, der jetzt wieder auseinanderklabüsern muss. Ja, ein bisschen verschrumpelt sind sie ja, aber irgendwie, man kriegt sie durch. Ich habe sie zum Glück so elegant ausgezogen. Dass das nicht alles komplett auf links gedreht ist. Ich habe das im 10er-Pack übrigens. Ne? Also die sehen hier schon so ein bisschen abgeranzt aus inzwischen. Und gelegentlich arbeite ich auch ernsthaft mit den Dingern. Also nicht mit diesen speziellen, aber so in diesem Bündel, das ich habe. Und eines Tages, wenn sie alle verschlissen sind, dann werde ich auf große graue Hände umsteigen. Oder ich kaufe mir neue orange Hände oder gelbe oder was weiß ich. Einer hat übrigens tatsächlich gefragt, warum ich eigentlich immer Handschuhe trage. Das ist eine vernünftige Frage. Ich freue mich immer, wenn jemand mal eine Frage stellt, die ich auch beantworten kann. Das war eigentlich ganz simpel. Ich habe hier lauter Luftgewehre in den Flossen gehabt und frisch geölt. Und dann mochte ich nicht mit meinen Händen da drauf rumpatschen, damit ich sie nach dem Video gleich wieder ölen kann. Dann habe ich halt Handschuhe angezogen. Ne? Die lagen hier gerade und dann habe ich die genommen. Und die sind dann irgendwann zum Running Gag geworden. Und seitdem habe ich der Käme die große orange Hände. Dann noch mit einem plattdütschen Akzent dabei. Ja, nun, ne? Das haben wir nun. Das habt ihr ja nun davon. So,
Dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich, danke fürs Reingucken. Wir machen nächstes Mal was anderes, wieder was Neues. Ja, ja, es geht auch bald wieder mit Luftgewehr-Videos weiter. Ich habe gerade unten eine Rexy Max Zone liegen, frisch eingetroffen heute. Muss ich aber noch beschießen und bedies und bedas und betüdelt und begucken. Und ich habe hier hinter mir auch noch einiges. Ne, das ist, wandert immer alles so ein bisschen hin und her. Da mal wieder ein Schrank, dann wieder raus, dann wieder ein Schrank, dann wieder raus. So ist das halt. Danke fürs Reingucken. Sechte Kerl. Mit der Knote. Orange. Hände, die er nicht anhat. Bis nächstes Mal. Manchmal habe ich den Eindruck, ich quassel zu viel.